Porsche feiert das 20-jährige Jubiläum der Boxster-Baureihe und ändert zum Generationswechsel auch die Modellbezeichnung. Die neue Generation heißt 718 Boxster. Außen und innen haben sich nur Kleinigkeiten verändert. Dafür gibt es beim Antrieb was Neues. Herzstück der Modellreihe ist der neu entwickelte Vierzylinder-Boxermotor mit Turboaufladung, der den bislang verwendeten Sechszylinder ersetzt. Wir sind ja hier in Portugal und es geht um einen neuen Boxster. Den ersten gab es ja vor 20 Jahren und die neueste Ausgabe hat ein paar Änderungen erfahren. Da gibt es eine neue Optik, es gibt ein neues Fahrwerk und es gibt auch einen neuen Motor. Man wechselte vom Sechszylinder auf den Vierzylinder und da werden sicherlich einige die Nase rümpfen. Aber ich denke mal, auch mit diesem Motor und mit der Leistung beim Boxster S von 350 PS ist viel Fahrspaß möglich. Schließlich hat der neue Boxster S trotz kleinerem Motor 35 PS und 60 Newtonmeter maximales Drehmoment mehr als sein Vorgänger. Der offene Zweisitzer ist nun leistungsstärker, leichter und effizienter. Mit Porsche Doppelkupplungsgetriebe gelingt der Sprint von 0 auf 100 in 4,4 Sekunden. Erst bei 285 km/h erreicht der Wagen seine Topgeschwindigkeit. Nur 7,3 Liter Kraftstoff soll der Boxster mit dem neuen Aggregat auf 100 Kilometer benötigen. Rund 69.000 Euro kostet die S-Version in Deutschland. Das Fahrwerk wurde kräftig überarbeitet. Das Auto ist jetzt ein bisschen straffer unterwegs. Das ist gut für das Handling. Es wirkt auch handlicher. Und für besonders sportlich ambitionierte Fahrer gibt es jetzt noch das PSM-Sportfahrwerk von Porsche. Damit liegt das Auto um rund 20 mm tiefer. Und wenn man dann Sport Plus einstellt, dann ist das noch straffer und dann geht noch besser um die Ecken. Über Schaltpedals kann der Fahrer selbst ins Schaltgeschehen eingreifen. Neu ist das kleine Wahlrädchen am Lenker. Hier können verschiedene Fahrzeug-Setups ausgewählt werden. So, das war's auf der Landstraße. Da geht's richtig zur Sache. Das Auto ist äußerst präzise zu fahren. Es liegt wie ein Brett, schiebt an wie eine Saturn-Rakete. Also da gibt es nichts zu maulen. So, und jetzt gehen wir mal auf einen Handlingskurs. Dort wollen wir die Grenzen des neuen Boxster S testen. Im Slalomparcours zeigt Porsche-Instrukteur Matthias Hoffsümmer, wie sich die um 10% direktere Lenkung auf das Fahrverhalten auswirkt. Auch bei enorm zackigen Lenkbewegungen bleibt das Auto sehr spurstabil. Und er lässt sich selbst am Limit nicht aus der Ruhe bringen. Auch einen ungebremsten Spurwechsel bei 110 km/h meistert der neue Boxster S trotz leichtem Übersteuern souverän. Zurück auf die Landstraße. Wie bewertet Klaus also das neue Gesamtpaket des Porsche Boxster S? Mein Fazit ist ganz einfach. Die Porsche-Leute haben es wieder mal geschafft, einen echten Porsche auf die Räder zu stellen. Egal ob nun Vier- oder Sechszylinder, das hier ist ein echter Sportler.